Keine Bomben. Vielleicht nächstes Mal. Oh, der Typ kommt mit. Typ kommt mit, Schädel kommt mit und neue Dungeon-Art. Und da ist ein UFO. Oh. Ich will das UFO töten. Oh, das UFO will uns auch töten. Achso, das sind reguläre Gegner. Das ist gar kein Gimmick. Okay. Du. Was machst du da unten? Wow, okay. Was zur Hölle? Du, Freund, komm mal kurz mit. Danke. Irgendwas schießt auf mich. Das ist ja richtig übel hier. Ich habe das irgendwie anders mir vorgestellt. Du bist eine Mine? Jo, bist du. Man kann sie aber entschärfen, okay. Ja, nee, so habe ich mir die Eiswelt absolut nicht vorgestellt. Da geht's raus. Was ist da unten? Nichts. Das ist auch interessant. Kann man auf dich raufspringen? Ja, kann man. Na, komm mal mit. Und ich kann nicht richtig weit werfen mit dem Handschuh. Schwing. Na gut, weiter rumspielen. Nein, tot. Gut, Hilfe, ich falle immer noch. Nee. Aber ja, es war ein richtig schöner Run. Schade, dass er keine Tagesquest ist. Aber nach dem Cut versuchen wir es einfach gleich mal mit der Tagesquest. Also, bis gleich. Da wären wir auch schon wieder. Nachdem das eben gerade richtig gut gelaufen ist, probieren wir jetzt mal die Tagesquest und hoffen, dass es ähnlich gut läuft. Wir nehmen 13 fehlen noch. Nee. Wirklich überzeugt bin ich von keinem davon. Also nehmen wir den. Mal gucken, ob noch irgendein Charakter freigeschaltet wird, der ganz gut zu mir passt. So, also. Das ist keine Tagesaufgabe. Das ist nur ein ganz normales Level und wir spielen so gut, wie es geht. Da ist schon mal eine Steinfalle, die wir aber überspringen können. Peitsch, peitsch, oh. So. Da oben ist ein bisschen Gold. Weg mit dir. Laufen, springen. Das war jetzt nicht so gut, wir kommen jetzt nicht wieder hoch. Also benutzen Seil. Na komm, Seil. Achso, hier kommen wir rüber ohne Dingens. Okay. Ich glaube von hier und. Nein. Hops. So. Okay, jetzt den richtigen Weg runter. Da ist ein Dingens. Das ist nicht gut. Haben wir irgendwo was noch zum Werfen? Die Ratte. Oder komm mal mit. Nein, du sollst mit. So, 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 so. Nein, komm. Du. So. Sehr schön. Danke, Ratte. Falsch. Gold kommt mit. Rechts war nur der Gang, wo es nicht zurückgeht. Ich höre eine Blondine. Seil erstmal zerstören. Wo ist die Blondine? Nein, Schaden genommen. Okay, ist nicht schlimm. Können wir das ausgleichen? Kompass, das ist schon mal gut. Du kommst mit Ratte. Okay, wir haben was Besseres. Stein. Oh, Fledermaus. Komm her. So. Falle auslösen mit Stein. Runter gucken, bevor man runterspringt.
Gold mit, auch wenn es nicht viel ist. Und dann ganz schnell die Blondine holen. Bevor ein gewisser Geist auf... Brauchen wir wieder ein Seil, hm? Oh, Geist kommt. Kommt er von rechts oder kommt er von links? Rechts. Oh, weg. Schade, da links war noch eine Kiste, die ich gerne hätte. Aber, na gut. Also, wir haben wieder 4 Lebenspunkte. Alles ist gut. Fledermaus, das ist nicht so gut. Yikes. So. Ich hätte gerne Ausrüstung. Ich hätte gerne Kletterhandschuhe und Springstiefel und sowas alles. So, nichts drin. Da wäre ein Smaragd. Kommt die Spinne runter? Nein. Wir haben noch 4 Bomben. Da ist nichts, ne. Gehen wir lieber hier lang. Oh, eine Kiste. Flop, flop, flop. Du brauchst einen Schlüssel. Bist du ein Skelett? Nein. Hopp, 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 hopp. Da. Zing, zing, zing. Sehr schön. Das heißt, wir können den Schwarzmarkt freischalten. Wenn wir es denn wollen. Peitsch. Sehr. Nicht gut. Das geht zu steil runter. Ich glaube, da benutze ich lieber hier eine Bombe. So. Oh, hier sind so viele Edelsteine. Komm, gib mir Bomben. Ja. Danke, Spiel. So. Du kommst mit. 1200 pro Stück. Das ist doch mal geil. Da. Wusch. So. Du kommst mit. Bam. Kommst du mit? So, komme ich da runter, ohne mir den Hals zu brechen? Ja. So, du kommst mit. So, so, so. Sehr schön. Zicken. Aber hier können wir uns nicht durchspringen, sonst wird der da grantig. Ah, wir haben nicht mehr viele Seile, fällt mir gerade auf. Warte mal, was machen wir? Nein! Achso, okay. Machen wir so, wir springen jetzt hier ein Loch rein. Hoffen, dass das Seil hängen bleibt. Und kommen dann da trotzdem nicht weiter hoch. Okay. So. Und alle Seile weg, das ist nicht so schön. Und ich muss mich langsam beeilen. Genau. Oh. Sehr schön. Schnell was kaufen? Nee. Weg. Weg, 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 weg. Wir haben viel Leben, wir haben viel Gold. Wir haben nicht besonders viele Extras, aber wir haben das Auge. Den kaufe ich nicht, ne? Wir haben das Auge. Wir haben den Kompass, das ist doch schon mal okay. Und das springe ich hier auf jeden Fall weg. So. Blub. Ich höre jetzt schon die Blondine. Da ist sie. Und sie ist im Gestein. Ich glaube, hier müsste okay sein. Jo. Du kommst mit. Stacheln sind schon mal nicht gut. Da ging es. Oh. Nein, nicht mehrfach treffen. Nicht in die Stacheln. Doofe Blondine. Haben wir irgendwo ein Kali-Dingens? Komm runter, Fledermaus. Nein. Oh, das war Glück. Au, das war Pech. Schon haben wir noch 2 Herzen. Oh nö, das ist Steinfalle. Das lief gerade so gut. Falsch. Du gehst da drauf. Haben wir hier. Ja, da haben wir sogar einen Kali-Schrein. Sehr schön. Okay, wo war die Leiche? Da oben. Da springen wir uns hin, weil es schneller ist. So. Edelstein hier kommt noch mit. So. Nicht in die Stacheln fallen. Ja, was fand sie nicht? Au, oh, Spinne übersehen. Na komm,
wir sprengen jetzt unsere letzten Bomben weg, damit wir ein bisschen Gold noch sammeln können, weil ich habe nicht das Gefühl, dass es noch sehr lange gehen wird, das Leben hier. So, so, so. Wir kommen hier nicht mehr hoch. Okay, hier springen. So. Hopp. So, und raus. Kein Küsschen. Dafür relativ okay Gold. Da oben ist schon mal eine Falle. Bist du ein Skelett? Nein. Ja, okay. Nö, wir kaufen nichts. Wir wollen gucken, was hier unten ist. Nix. Ich hoffe mal keinen Fallschaden. Oh, runter wollte ich. So. Da sind doof platzierte Spinnen. Ja. Das ist nicht so wirklich toll hier. Hier vielleicht. So. Der Typ hat da wohl schon geschossen. Aber hier ist auch nichts. So. Da ist ein Typ gestorben. Da ist der Ausgang. Da ist die Blondine. Sehr schön. Wir haben aber nur noch eine Bombe. Also wir sollten hier durch. Mist. Die Blondine ist aber zu hoch. Okay. Ja, nö. Das klappt so nicht. Und ich will jetzt nicht rüberspringen und dann von der Spinne erwischt werden. Nee, nee, nee. Wir hauen einfach ab. Unseren Dschungel. Ich brauche Bomben, ich brauche Seile, ich brauche den Götzen da. So. Keine Piranhas im Wasser. So, so. Da ist ein Tiki mal Bumerang. Die sind garstig. Zeug. Nein, da war ein Skelett. Schade. Aber ganz okay. 38.000 kann man nicht meckern. Gucken wir mal, wie es auf der besten Liste aussieht. Klick. Oh, Platz 4. Hey, ich bin mal nicht auf Platz 3 gelandet. Sehr schön. Und hey, wir haben einen neuen Spitzenreiter. Also einmal haben wir neue Charaktere hier. Den da habe ich vorher noch nicht gesehen. Sieht ein bisschen aus wie Abraham Lincoln. Und den hier auch noch nicht. So ein Torwaller. Ja. Ja. Platz 4 ist vollkommen okay, finde ich. Guti, dann machen wir mal zurück. Da wir nicht mehr ganz so viel Zeit in der Folge haben, will ich mal was ausprobieren. Und zwar bei dem Todeskampf hier. Da steht, man kann RB und LB noch was machen. Ah, sehr schön. Man kann andere... Was zur Hölle ist das? Ein Wasserbecken? Eis. Also es gibt noch ganz viele andere Karten, aber leider sind die alle so klein und gesperrt. Okay. Drei Seiten mit gesperrten Karten. Das ist komisch. Aber das Becken will ich mal antesten. Nur ganz kurz. Also sagen wir mal zwei Siege. Okay. Bomben ein, okay. Spiel beginnen. So, so, so. Dann kann ich mal gleich mal gucken, wie es im Wasser ist mit dem Bewegen. Das müsste aber eigentlich ganz normal sein. So. Oh, da ist ein Piranha im Wasser. Oh, da ist eine Schrotflinte. Lauf, 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 lauf. Ah! Was hat mich gerade getroffen? Nee. Oh ja, das geht ganz okay im Wasser. Nur haben die hier irgendwie einen Vorteil, die genau neben den Kisten spawnen. Boah, das war ja mal geil. Alle drei auf einmal erwischt. Mit der besten Taktik überhaupt. Einfach Bomben spammen. So, nochmal das Ganze. Schwupps. Ja, tot. Alle tot? Nein. Wieder zwei gewinnt. Oh, der hat schon mal gewonnen, oder? Nee, hat er nicht. Okay. Kisten schnappen. Flupp.
Ah. Ah. Oh oh. Au. Au. Bomben ausweichen, Bomben ausweichen. Und lass mich in Ruhe. Der eine hat eine Machete. Oh. Machete. Komm, weg, 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 weg. Au. Nicht in die Bombe, nicht in die Bombe. Weg, weg, weg. Oh, oh, oh. Tong, tong, tong. Was ist das zur Hölle? Ich hätte gerne die. Nein. Doch, ich habe gewonnen. Was zur Hölle? Yay, ich habe gewonnen und keine Ahnung warum. Also ich glaube, der Bumerang macht echt nur K.O. Der macht gar keinen Schaden. Und wenn man K.O. rumgeschmissen wird, ist man wohl teilweise immun für Schaden. Das macht aber keinen Sinn. Im Singleplayer sterbe ich andauernd, wenn ich K.O. geschlagen werde. Ha. Aber na gut, wir haben kennengelernt, es gibt noch andere von diesen Todeskampf-Arenen, aber die werden wohl erst nach und nach freigeschaltet. Wahrscheinlich, wenn man weit genug im Spiel ist oder Achievements oder keine Ahnung. Das müssen wir zwischendurch mal gucken. Aber gut, jetzt erstmal einen kleinen Cut und dann sehen wir uns morgen wieder mit einer neuen Tagesaufgabe. Bis denn.